Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir wurden, nachdem wir die Wachen platt geprügelt haben, von einem merkwürdigen Mann in ähnlichen Klamotten, wie wir sie anhaben, mit Kapuze angesprochen, der uns angeblich helfen will. Woher weißt du, dass ich nach dem Haus suche? Ich war bei der Auktion. Getarnt natürlich. Die Auseinandersetzung war nicht zu überhören. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich da niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist. Bis dann. Hoffentlich. Der Horst scheint zumindest mitbekommen zu haben, dass wir mit jemandem geredet haben. Das ist jetzt eigentlich eine Nebenquest, dieses Ding da zum Bücherhändler zu bringen. Ich weiß auch gar nicht, wer das jetzt ist. Kaufe das Gemälde, Jetzt muss ich aber eigentlich noch gucken, was mit den anderen Sachen ist. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Graf Romilis Figur. Da kann ich die nicht kaputt machen? Muss ich die nicht kaputt machen? Und die Brille ist dann wahrscheinlich genauso. Wo ist die denn? Wo ist denn die Brille? Wo ist denn die Brille? Wolfsherz. Ich kann die Brille jetzt leider nicht sehen. Hier ist zwar diese Figur, aber wo ist denn die Brille? Ach, hier! Brille des Professors. Eine Brille, die einzige Professor gehört einem Auftragsmörder. Die kann ich anlegen. Das sieht erstmal sehr geil aus an Geralt, aber was mache ich denn damit? Also was bringt mir denn die Brille? Außer dass es halt super cool aussieht. Naja, super cool ist vielleicht was anderes, aber bringt die mir irgendwas? Keine Ahnung. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Erstmal unsere Gegenstände geboostet. Jetzt gehen wir mal zum Händler und verkaufen ihnen das. Will ich die Brille wirklich auflassen? Ich weiß halt, also wenn sie was bringen würde, würde ich sie auflassen. Wenn sie nichts bringt, würde ich sie abnehmen, weil es halt einfach nicht passt. Ich glaube, die bringt nichts, oder? Brille des Professors. Masken, ja, es zählt einfach nur als Maske, von daher. Lass ich's weg. Es zählt einfach nur als Maske. Ich wollte noch irgendwas machen. Was wollte ich noch machen? Ach ja, ich wollte noch mein Geld umtauschen bei der Bank, wenn ich einmal hier bin. Weiß ich aber leider. War das nicht auch irgendwo hier? Ich habe ja eh gerade fast keine Kohle. 1800, deswegen wäre eigentlich alles, was ich extra bekommen könnte, ganz gut. Ist jetzt auch mitten in der Nacht, wobei es ist irgendwie schon wieder hell. 3.15 Uhr. Das ist sehr merkwürdig. Das sieht irgendwie viel zu hell aus für 3.15 Uhr. So, wo war das denn? War das nicht hier irgendwo? Nee. Hast du es eilig? Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wo diese verdammte Bank war. Nee. Weil so viel Kohle habe ich, glaube ich, auch gerade gar nicht. Zum Umtauschen. Egal, gehen wir jetzt erstmal. Halt. Wo schickt denn der mich lang? Hä? Ich dachte, das wäre hier in Oxford gewesen. Ach Quatsch, und hier ist auch der Geldmann, genau. Hier ist auch der Geldmann. Einwandfrei, da gehen wir da jetzt hin.
bevor wir das Hauptquest weiterverfolgen. Ich weiß gerade nicht, welches hier näher ist, aber ich glaube, das ist am nächsten. Ihre und Heimatland. Eigentlich müsste ich mich ja auch erstmal mit Shani treffen, weil der habe ich ja vorher versprochen. Aber egal. Lang lebe Raduvid. Zuerst verkaufen wir das Ding mal, da haben wir hoffentlich wieder ein bisschen Kohle. Ich bin mal gespannt, aber ich denke mal, ich bekomme so 500 vielleicht. Selbst das ist eigentlich schon ziemlich viel, ich habe ja fast nichts dafür ausgegeben. Was hat es gekostet? 60, weil unser Vimir mitgeboten hat. Aber okay, wenn wir halt dir nicht davon erzählt hätten, dass dieses Gemälde so viel wert ist, dann hätten wir es halt für 20 bekommen. Von daher ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Dass dieser komische Budo, Bosti, Buddy, dass dieser Horst, Nachname wieder vergessen, dass dieser Horst aber so aggressiv und böse ist und anscheinend auch Hexer, wahrscheinlich generell Anderlinge, nicht so wirklich mochte, das war ein bisschen blöd. Okay, jetzt ist irgendwie, ja, es ist halt schon gefühlt Tag, ne? Es ist schon gefühlt Tag, 4.14 Uhr. Und es war halt 3.15 Uhr auch nicht wirklich viel dunkler. Sehr lustig, aber hier rennen noch alle mit. Vor dem ewigen Feuer. Rennen alle noch mit Fackeln rum. Ich dachte, die Flammrose würde zerschlagen. Da unten der Flammrose, was denn jetzt? Hat auch gar nichts geklaut. Was kann ich für dich tun? Ich will etwas Geld umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der... Wie ihr mit mir redet, als ob wir nicht gerade noch für 5 Minuten... 4.000? Krass, war doch ziemlich viel Geld. Nice. Wie ihr mit mir redet, als ob wir nicht gerade für 5 Minuten hier noch dieses Quest da quasi durchgekehrt haben. Sehr interessant. Ich glaube, ich bin schon am Eingang vorbei. Da bist du ja wieder. Lass mal gucken, was er... Zeig mir mal deine Bücher. Für Bücher hat? Ah, haben wir alles schon. Aber wir können unsere Bücher verkaufen, die wir schon gelesen haben. Achso, es wiegt gar nichts, sehe ich gerade. Egal. Ist aber halt auch alles quasi nichts wert, ne? Also eine Krone, okay, das ist mal mehr wert. Ach, Rotz, wozu verkaufe ich das überhaupt? Hast du schon gelesen? Hast du schon gelesen? Scheiß drauf. Ich habe ein Gemälde zu verkaufen. Schön für dich. Aber warum kommst du damit zu mir? Weil es ein Van Roch ist. Ich habe gehört, dass du... Ein Van Roch? Ich nehme es. Wo ist nur meine Goldbörse? Gerade habe ich nicht viel da, aber ich gebe dir was dazu. Etwas von einem Hexer, das er als Pfand hinterlegt hatte. Wie war sein Name? Gaetan? Wirklich. Interessant. Danke. 500, habe ich doch gut geschätzt. 500 Kronen, nice. Und Klumar-Trophäe. Was ist das denn? Quest aktualisiere einsammeln. Plötze, Klumar-Trophäe. Ach so. 5% Bonusgold. Ja toll, das brauche ich nicht. Rotz. Griff Shani. Ja, was mache ich denn jetzt zuerst? Wo ist denn das andere Quest? Ist eigentlich egal, wir müssen sowieso hinreisen. Ach, ich glaube, ich mache zuerst das mit Shani, einfach weil ich ja ihr auch quasi als erstes gesagt habe, dass wir das machen und uns ja da treffen. Von daher muss ich jetzt bloß mal schnell zu diesem B-Kreuz. So. Und dann reisen wir zu ihr. Vielleicht ist es ja wirklich möglich, mit ihr hier zusammenzukommen, weil gerade wenn ich an diese Einladung denke, die ich da gelesen habe, für die Hochzeit, wo sie quasi eine Begleitung mitnehmen durfte. Vielleicht werde ich diese verlockende Begleitung sein, was mich natürlich sehr freuen würde. Sie speichern. Ach, es regnet nicht mehr, ach. Der blaue Himmel, ich muss hier hoch.
Und das tolle Wetter genießen. Okay, die Aussicht ist jetzt... Ich habe es mir noch geiler vorgestellt, aber... Vielleicht da drüben. Na, es sind auch wieder Bäume im Weg. Na, egal. Gehen wir mal zu unserer Lieben. Wer fällt ein? Ich dachte, ich falle runter. Ah, wir rutschen. Von Everreck anwesend. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Ich wusste doch, dass es eine Quest ist. Da bin ich doch, also ich weiß nicht, in welcher Folge das war, das ist schon ein paar Folgen her. Aber da bin ich doch außen lang gegangen und habe gesagt, das kommt mir irgendwie nicht so bekannt vor. Das ist bestimmt irgendwie Teil einer Quest. Und da waren wir nämlich dann auch genau hier. Genau hier sind wir gelandet, toll. Sehr schön, jetzt müssen wir wieder einen schönen Umweg gehen. Weil wir logischerweise da hoch müssen. Kommen wir hier hoch, ja. Ach, sie sammelt Blumen. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Haha! Wer heiratet denn? Eine gute Freundin aus der Akademie. Wo wir davon reden, vielleicht begleitest du mich. Ja, ich wusste es. Sicher, warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Gehen wir? Gehen wir. Die Sause des toten Mannes. Der Wälzer hatte recht. Sie ist beeindruckend. Ja, schade, dass sie verfällt. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Das ist mir zu unheimlich. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Warte hier. Gute Idee. Wenn es Ärger gibt, ruf mich. Ja, genau. Wenn ich den Ärger nämlich nicht lösen kann, dann brauche ich Shani. Die das dann total... Das ist keine Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Speichern nochmal. Es wird mit Sicherheit gleich irgendwelche Geister-Action geben. Das sind Totengaben, die nehme ich nicht mit. Die Pilze, die stören niemanden, die kann ich mitnehmen. Ich bin zwar gerade... Euphirischer Kielich. Okay, sorry, aber ein Reliktschwert muss ich mir leider genauer anschauen. Ich würde es ja sogar wieder reinlegen, wenn es mir nichts bringt. Das wird nicht gehen. Plus 13, Stahlwaffe. Das ist auch... Ja, das ist auch so ein Ophirischer... Eine Ophirische Waffe, aber nicht die gleiche. Das sieht man auch, dass die anders geschwungen ist. Zweifach gesockelt sogar. 100 Rüstungsdurchbohrung ist also 50 besser. Art und Igni-Zeichen. Kritische Trefferchance ist gleich. Chance auf Verbrennen plus 10%. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die mal. Die ist zwar jetzt nicht mehr im allerbesten Zustand, aber es sollte ausreichend sein. Ich muss sie aber mal reparieren, sehe ich gerade. Und wir legen der an. Chance auf Vergiften 5%. Chance auf Bluten 5%. Chance auf Betäuben. Chance auf Einfrieren. Dann nehmen wir mal Bluten und Vergiften. So. Sehr schön. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich kann es leider nicht genauer angucken. Sehr schön, hat sich doch schon gelohnt, hier zumindest die Sachen anzuschauen. Und wie gesagt, ich mache es doch noch sehr ungern, dass ich die Leichen flattere hier, aber... Oh, abgeschlossen, schade. Aber ja, wenn es dann so ein geiles Reliktschwert gibt, das muss ich dann einfach mitnehmen. Ich
brauche die besseren Waffen. Will ja auch irgendwann diesen blöden Golem platt machen. Was ist das? Ja. Hoffentlich war das die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Ich weiß halt auch nicht, ob Vitriol vielleicht auch irgendwas ist, das von solchen Geistern oder so getroppt wird, weil die droppen ja auch Amethystenstab, was man ja auch nicht erwarten würde. Und von daher, keine Ahnung, wo dieses Vitriol zu finden ist. Votivkerze zu Ehren der Toten. Alter Brauch. Aha. Alter Grabstein. Inschrift fast völlig verwittert. Hier ist nichts. Kohle, die ich nicht klauen werde. Kestatis? Den suche ich nicht. Blutmoos. Komm, lass es den richtigen sein. Eulalia von Everick. Gestorben 1250. Wir suchen nach einem Mann, der auch noch nicht ganz so lange tot ist, glaube ich. Na, bin ich nochmal gekommen? Was ist nochmal von hier gekommen? Wir müssen eh nicht darunter, weil wir müssen ja hier in der Gegend durchsuchen. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Warum nicht? Scharf, oder? Wladimir von Eva, Sohn Bohumils und Christinas. Na bitte, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Du hast einen neuen Questgegner erhalten. Bereite ihn auf einen Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst, bla bla bla. Leben und Tod und Chaos hinein. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Oh, jetzt ist es total dunkel, wir nehmen mal eine Katze. Nee, ich will keine Katze nehmen. Erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erhebe dich, der du lang schon verschied. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Oh toll, ich kann doch nicht mal rennen, wenn ich das Ding trage. Erhebe dich, der du lang schon verschied. Ja. Komm. Lauf. Jetzt. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Leben und Tod und Chaos hinein. Jetzt muss ich die Kerze anzünden. Kann ja die Fackel wieder anmachen. Leben und Tod und Chaos hienieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass sieden. Leben und Tod und Chaos hinein. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everick zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einmalei, Honoratina.
Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everett erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Vladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlad bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Ach, jetzt muss ich doch gegen die alle kämpfen, oder was? Töte ihn von Everex! Um Olgierds Blut willen! Ah, ich glaube, die ist nicht schwer. Naja, ist ja nicht schwer. Bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everek, Olgierds Bruder. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit hier. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Hast du viel Besuch? Gelegentlich, nicht oft. Wenn einer vorbeikommt, will ja immer gleich die ganze Bande spielen. Unternehmungslustige Familie. Ja, unser Hang zu Feiern und Schlägereien ist berühmt. Wir von Everex haben generationenlang geprügelt und geplündert. Das ist Tradition. Dabei fällt natürlich auch Beute an. So hatten wir immer genug Kleingeld zum Feiern. Erst am Ende meines Lebens waren die guten Zeiten vorbei. Nun, genug Salz in die Wunden gestreut. Wenige Tage vor meinem Tod behauptete mein Bruder, er könnte uns raushauen und unseren Status wiederherstellen. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was wird ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Ich will nicht neugierig sein, aber wie bist du gestorben? Ach, nicht schüchtern sein. Die Leute lieben solche Geschichten. Würde ich auch. Nur leider endet diese mit meinem Tod. Wie ist es passiert? Auf unseren Plündertouren stürmten wir stets die Hütte des Dorfältesten und verlangten dann Schnapsfässer. Und willige Frauen zum Durchkneten und Spaß haben. Einmal gerieten wir leider in einen Hinterhalt und wurden überwältigt. Mich töteten sie, zerschmetterten mir den Kopf zwischen Tisch und Steinboden wie ein rohes Ei. Hör mal,
Ich glaube, dass ich mehr über Olgierd wissen sollte. Erzähl mir von ihm. Er ist ein ganzer Kerl. Ein echter Kavalier. So einen findest du in Redanien kein zweites Mal. Zum Saufen und Raufen einfach der Beste. Wir waren noch jung, als wir mit Raubzügen während des Kriegs anfingen. Die Grenzländer haben sich in die Hose gemacht, wenn sie nur seinen Namen gehört haben. Ich war seine rechte Hand. Und wir hatten einen Trupp Gefährten, die für uns durchs Feuer gegangen wären. Klingt nach Banditen. Gab es Unterschiede? Wir? Banditen? Pass auf, was du sagst. Manche unserer Bewaffneten waren vielleicht geistlose Schläger, aber Olgierd doch nicht. Er war immer neugierig, hat sich für alles interessiert, hat Bücher verschlungen, Gemälde bewundert und das schönste Mädchen weltweit geliebt. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Ich könnte jemanden bringen, von dem du Besitz ergreifen kannst. Hör auf zu maulen, gehen wir. Ich könnte dir vielleicht jemanden bringen, dessen Körper du dir leihen kannst für diese Nacht. Ich soll von jemandem Besitz ergreifen? Ja. Sagen wir, ich stimme zu. Welchen Körper würde ich denn kriegen? Ich weiß nicht. Einen von Olgierds Männern? Oder einen Bauern, den wir bezahlen? Oh, nein, nein, nein! Ich krieg doch keinem ungewaschenen Banditen oder Schweinehirten in den Balk. Ich habe eine bessere Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es. Das ist natürlich geil. Das haben wir schon gedacht, dass das passiert. Geralt, wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben. Und mir den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja. Besessen zu sein, gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Oh, Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Boah, ich würde ja gerne die Folge hier mal beenden, aber ich kann halt keine weitere Folge danach aufnehmen. Also, mitten im Gespräch kann man halt nicht speichern. Deswegen werde ich jetzt trotzdem das beenden. Und wir haben ja kurz vorher gespeichert, hoffe ich.
Das heißt, wir werden aber beim nächsten Mal einfach durchdrücken oder ich werde erst dann die Aufnahme einschalten, wenn ich wieder hier an diesem Punkt bin und dann geht's halt da weiter, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.